Aber es ganz fies die Folge beendet gehabt. Ja, teilweise richtig viele getötet. Wie zum Beispiel die berittene Säbelmiliz 344, aber das ist dann einfach durch das getrennte Schlachtfeld, lief das nicht mehr so gut. Und die konnte ich auch nicht gut nutzen, weil die total aufgerieben wurden. Sind ja alles nur sehr schwache Einheiten. Die hätte ich besser schützen müssen mit der Hauptarmee. Meine Leidenschaft brennt heller. Im Eifer haben wir uns überschätzt. Aber er hat meine Truppen nicht verfolgt. Marsch! Unser Feuer ist erloschen. In den Krieg! Zieht euch mal ein Stück zurück. Achtung! Ach ja, und danke, Zitter. Ja, es... Mehr Zufriedenheit für alle Kommandanten. Welches Gebäude schalte ich nochmal hier frei? Der große Tempel ist Konfuzius. Mehr Einkommen aus Landwirtschaft. Das war ja alles hier der Industriezweig. Handelseinfluss. Na komm, dadurch kann ich Charaktergehalt einsparen. Guten Abend, Dundock. Töte 5 gelbe Turbane in Duellen. Bündelt eure Leidenschaft. Oh. Dankeschön. Wer auch immer gespendet hat. Versuch's im Stream zu sehen. Danke, Multivitamin, für deine Spende und die Unterstützung. Vielen Dank. Das hier macht alles nur Zufriedenheit. Meister der Jagd. Ermöglicht Giftpfeile.
Ach, das würde mich alles nur mehr kosten. Bin gerade zu geizig, Ränge zu verteilen. Hier ist immer eher als Maßnahme, um die Leute ein wenig aufzupimpen. Ja, nicht aufzupimpen, sondern zufrieden zu machen. Aber bei mir sind ja alle zufrieden. Nee, du ziehst nicht weit genug zurück. Danke. Passt aber mit den Musterungen. Zur wieder einmal spüre ich die Wärme der Heimat. Zur möge Gelächter in den Seelen erschallen. Ups. Abkommen mit dem Feind der Hannen. Ich weiß aber nicht, welchen Feind die meinen. Das ist schön, dass die kaiserliche Gunst 80 Millionen Jahren, also beziehungsweise ziemlich lange gebraucht hat, bis die mir Bescheid gibt. Überall breitet sich Ordnung aus. Warum nicht, nachdem der Kaiser mir ja auch noch seine Gunst zuteil werden ließ. Frieden durch Unterwerfung. Wie macht's heute? Worüber willst du mit mir reden? Du meinst, wie lange mache ich heute noch heute? Wie lange mache ich heute noch? Danke. Weiß ich noch nicht. 2 Uhr. Schlagt sie nieder! Im Namen von China! Bis später. Kämpft mit Feuereifer! Möge der Wunsch die Leidenschaft lenken! Danke, Micha, für deinen Stufe 1, aber was du verschenkst. Vielen Dank für den Support. Entschuldigung. Achso, ich kann nur ein Gebäude bauen gleichzeitig. Alles gut. Jetzt kriege ich hier wieder das Problem.
Habe ich doch freigeschaltet. Achso, das muss eine kleine regionale Stadt sein. Befehle müssen befolgt werden. Sichert die Umgebung! Zurück in Ausgangsstellung. Zur Erneuerung der Ordnung. Bunkert euch mal ein. Dann könnte das eine 50-50-Schlacht werden. Aber ich denke mal, er wird jetzt zurückgehen, weil er den Pass mit verteidigen will. Euer Gesindel verdient keine Unabhängigkeit. Nun gut. Da bin ich so gemein, ich habe mich vom Boden hochgearbeitet. Und bin jetzt mindestens auf dem Teppich und nicht mehr da drunter. Ist ein bisschen Agenten. Die sind zwar super nervig, wenn der Gegner viele hat, aber wenn ich selbst welche habe, liebe ich sie. Weil gibt es ja in Three Kingdoms leider nicht in der Form, wie es sie in anderen Total War Spielen gibt. Wirtschaftliche Sanktionen gegen mich. Mit wem soll ich ein Abkommen haben, der ein Feind der Hannen ist? Okay, Lady Yan ist jetzt... Ach so, mit dem bin ich wahrscheinlich... Habe ich überhaupt noch meine Bündnisfraktion? Oder hat sich die auch aufgelöst? Ich bin mit Herzog Tumbu immer noch zusammen. Warum hasst er dich plötzlich? Wenn ich das mal wüsste. Das Han-Kaiserreich wurde als Feind von des Kaisers markiert.
Das wird jede Runde um 19 fallen, solange ich diese diplomatischen Unsinn habe. Kann ich das in der Diplomatie denn auch sehen? Was mit ihm zu tun. Er ist ein Feind. Eine Zeitverschwendung. Und da ist sie dagegen, ihn aus der Koalition zu schmeißen. Man muss der Koalition rausgehen. Höchst unklug. Weil sonst kriegt das nicht gekittet mit dem Kaiser. Das haben sie echt nicht so schön gelöst. So, Lady Yan ist kein Feind. Ausgangsstellung. Auf dem Markt. Der Eroberer kehrt zurück. Boah, ich glaube, das lasse ich automatisch berechnen. Lass das Fest mal beginnen. Auch wenn die jetzt wieder ein bisschen viel AP verlieren. Sie hat großes Potenzial. Ich glaube nicht, dass ich gegen die Mauer im manuellen Kampf besser abgeschnitten hätte. Macht aber nur Industrie. Ach ja. Dann bau was für Handel. Hat wenigstens eine Auswirkung auf alles. Also den Handelsdruck ein bisschen auch zu erhöhen.
Und selbst wenn er jetzt an die Mauer kommt und uns angreift, kommt er nicht zurück an seine Hauptstadt. Übrigens, das ist die letzte Folge, die wir heute aufnehmen, jedenfalls von Total War Three Kingdoms. Ich schenke ihn dir. Er ist ein einfacher Federfächer. Und danach werden wir wahrscheinlich noch RimWorld spielen. Bei RimWorld habe ich immer keine Folgen. Oder werden wir vielleicht irgendwas spielen, was ihr noch nicht kennt. Ich guck gleich mal. Da sagen wir immer noch minus 12. Oder Tiny Room noch. Aber ich glaube, Tiny Room wird mir heute den Kopf ein wenig wehtun. Also Tiny Room ist schon wirklich cool. Ich brauche da auch immer einen Tag Regenerationszeit. Ich glaube, der andere steht mit Hinterhalt irgendwo um die Ecke. Frieden durch Unterwerfung. Oh ne, doch nicht. Marschiere. Die Wahrheit ist eine unlöschbare Flamme. Überall breitet sich Ordnung aus. Ach, mehr Civilization oder Loop Hero oder alles, spielen wir alles gleichzeitig. Sehr gerne. Wie gesagt, Loop Hero ist ein schönes Spiel, aber warum stellt sich mit Hinterhaltstellung vor die Festung? Weil er nicht dahin gehen wird. Weiterzumachen wäre unser Ruin. Fall of the Samurai 2 wäre nice. Wobei Fall of the Samurai 2... theoretisch ja so gesehen ein Total War Saga dann wäre jetzt und nicht mehr so wie früher ein Total War. Und weiß ich nicht, ob das so dolle wäre. Cheatet die KI? Natürlich. Ausgangsstellung. Da gibt es gar keinen richtigen Übergang auf die andere Seite. Falle wird gestellt. Achtung! Handelt schnell! Möge Gelächter in den Zurück in die Stadt. Und wir müssen dich mal ausrüsten.
Beseitigt Zweifel. Kannst die ganze Zeit schon so ein gutes Schwert tragen. Und Elefanten reiten, theoretisch. Aber ich finde beim Elefanten, ach, dann werden Duelle und alles deaktiviert. Das ist eigentlich eher was für einen Charakter, der eh keine Duelle machen kann. Wie zum Beispiel seinen früheren Anführer. Zumindest noch weiter kann deine Gunst nicht fallen. Nur weil ich bei 0 stehe. Der Kaiser lässt mich nicht mal die Latrine warten. So, Abkommen mit dem Feind der Han geht übrigens immer weiter zurück. Ich sollte mehr mit meinen Leuten im Fraktionsrat mal sprechen. Der ballert jetzt hier die öffentliche Ordnung hoch. Hier habe ich noch nicht so viel genutzt, weil es ihn früher nicht gab. Aber ich glaube, das ist keine Erweiterung von diesem DLC, sondern der war schon vorher drin. Durch einen Patch. Man kann mich auch korrigieren. Ich bin leider einfach zu selten in Three Kingdoms drin. Tut mir leid, mir sagt dieser Name nichts, den du erwähnt hast, und wenn das Businessmodell halt ist, irgendwie Tausende von Dollar für irgendwas auszugeben, was gerade ein bisschen hypt, um Kit zu zeigen, guckt, was ich kann. Ich kann mir einfach so und so viel Kram davon kaufen und die sagen, das ist cool und schmeißen noch mehr Geld hinterher, dann ist das halt so. Er würde das halt nicht machen, wenn es sich nicht lohnen würde. Ich finde eher viel lustiger, ob das dann nicht toll ist, wenn irgendwelche Streamer für mehrere tausend Euro am Abend dann irgendwelche Casino-Spielchen spielen in irgendwelchen Apps und meinen, das ist okay. Zurück in Ausgangsstellung. Beeindruckend, wie fortschrittlich die Zivilisationen in der Antike waren. Naja, im Mittelalter hat einige, also es wurde halt viel Wissen verloren wieder. Kann ja sein, dass wir in 500 Jahren nochmal im Mittelalter sind. Weil wir Wissen verlieren. Weil wir alles im Internet gespeichert haben, dann ging das Internet plötzlich nicht mehr, wir wissen nicht warum und alle werden wieder dumm.
Richtig, im Moment ist einfach so ein gewisser Hype um gewisse Karten. Für China. Dann kauft er für mehrere tausend Dollar und dann verkauft er manche Karten für ein paar hundert Dollar wieder. Jetzt habe ich Karten gesagt, jetzt kann man zurückführen, über wen überhaupt gesprochen wird. Folgt eurem Herz. Rührt euch. Der Eroberer kehrt zurück. Toll. Ich habe gerne mit euch gearbeitet. Dafür wurdet ihr ausgebildet. Kämpft ihr mit Überzeugung? Die werden da nicht dummes Tritt nur so zutage. Ach so, wie dass wir allen Leuten ermöglicht haben, Twitter zu benutzen. Das erklärt einiges. Gehorcht eurem Instinkt. Und dann konfrontierst du Leute mit Fakten. Ist ihnen aber egal. Ohne Scheiß auf Twitter. Wenn du auf irgendwas postest oder so, eine Meinung, da kannst du dir eigentlich vorstellen, dass jemand neben dir einfach steht und dich die ganze Zeit anschreit. Lügenmensch! Lügenmensch! Geh hier weg, wir wollen Leute wie dich nicht hier! Ich kenne das Spiel ECBM. Das ist ein Aufrüstungsspiel und dann Atomkriegsspiel gegeneinander. Das habe ich auch. Ich glaube jedenfalls, dass das meins. Was bringt eigentlich die Brille? Wäre ich Nvidia, würde ich sagen, meine Kill-Death-Ratio wird durch diese Brille besser und ich kann die Herzzahl meines Monitors verdoppeln, wodurch ich innerhalb von 13 Millisekunden schießen kann und der Feind meiner Waffe noch nicht entflohen ist, während ich abfeuere. Aber in Wahrheit filtert sie nur die blaue Farbe raus. Wenn du dich fürs wegen weniger letztens durch die Brille. Ja, da läuft ein Kabel an meinem Rücken lang. Das ist mit meiner Wirbelsäule verbunden, damit ich schneller klicken kann. Die Brille lässt sich Farben schmecken, finde ich auch gut. Was wollte ich sagen? Am besten einfach Blaufilter mal so gucken. Also manche Geräte können das, manche Monitore und manche Handys haben ja auch einen Blaufilter, beziehungsweise ich glaube Android-Freunde haben alle Blaufilter. Und was blaues Licht angeblich mit uns anstellt. Hört sich jetzt doof an, hört sich an, als wenn ich jemand erzählen will, die Erde ist flach. Aber für mich persönlich, von meinem Empfinden her, bringt das ein bisschen was. Dass ich nicht so Probleme habe mit den Augen, wenn ich lange gucke. Und wenn Rambo mit mir in der Höhle ist, kann er zu mir sagen, kann ich sagen, das blaue Licht sehe ich nicht. Was ist das, blaues Licht? Kann ich sehen. Alternativrealität. Vorsicht hemmt das Verlangen des Herzens. Ach, das ist so kacke, dass er das mit zwei Armeen da durchgezogen ist. Man kann sich auch vieles einreden, das ist richtig. Aber das ist halt nichts Besonderes. Das Auge funktioniert halt so und dass wir uns irgendwann mal entschieden haben, aus den Farben RGB, also mit einem großen, mit einem sehr hohen Blauanteil mit Monitoren,
zu nutzen, hat ja nichts dazu geführt, dass sich am Anfang jemand gedacht hat, ach, welchen Einfluss könnte das eigentlich auf unser Gehirn haben und uns auf unsere Augen und dass die Augen stark ermüden und solche Geschichten. Hat ja keinen interessiert, der war ja froh, der Techniker, der das gemacht hat, dass der Monitor überhaupt funktioniert hat. Ein Placebo-Effekt entsteht nur, wenn du Globuli nimmst. Und Homöopathie verwendest. Dagegen ist das noch etwas, was wenigstens, man sieht einen Effekt. Als ob du erst seit 10 Jahren spielst. Effektiv spiele ich sogar seit 30 Jahren. Und ich kann halt nur sagen, seitdem ich die Brille benutze, ist es halt für meine Augen angenehmer geworden. Das ist alles. Fertig. Bin ja auch nicht mehr 18. Ab 20 geht's nur bergab. Und jetzt mit 22. Ja, Windows 10 hat auch einen Blaufilter drin. Aber der basiert, also der Blaufilter von den ganzen Betriebssystemen ist halt prozentual nicht so stark wie die Brille. Und der Nachtmodus und so, es gibt auch Software dafür. Kann man auch so alles machen. Aber es ist halt, diese ganze Software macht ein bisschen Probleme auch mit meinen Aufnahmenkram. Vor allem würde ich das Bild halt verfälscht an euch übertragen und das macht ja auch keinen Sinn. Missachtet diesen Vorschlag auf eigene Gefahr. Wenn ich das über so eine Software mache, weil ich den Screen ja aufnehme. Ach so. Ich dachte, er will jetzt nach Yangzhou da unten gehen. Meine Hafenstadt angreifen. Ruf alt, schütz uns vor dem Blau. Kampf gegen Blau. Was ist deine Superfähigkeit? Ich kann verhindern, dass du die blaue Farbe wahrnimmst. Oh, du bist mein Lebensretter. Blüpp. Ich gehe jetzt mal über die graue Ampel. Moment, stopp, ich kann gar keine Farben mehr sehen. Ups, ich bin weg. Antreten! Die Wahrheit ist eine unlöschbare Flamme. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Nein, grün. Moment, ich bin doch farbenblind. Krieg ist das äußerste Mittel, aber es geht nicht anders. Wieso? Ach, ich bin zum Feind der Han erklärt worden. Dabei habe ich mich durchgehend bemüht. Hätte ich diese dämliche Koalition doch nicht. Also wäre ich die nicht eingegangen. Jetzt kriege ich mich richtig Ärger. Achso, er ist Feind der Han. Alter Schwede, alle sind Feind der Han-Dynastie. Ich will auch Feind der Han-Dynastie sein. Wo kann ich mich einschreiben? Komischerweise braucht mein Aquarium korallenblaues Licht zum Wachsen. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass du eine Koralle bist, ich müsste jetzt nachgucken, wie nah wir an der Koralle sind von der Artverwandtschaft. Wahrscheinlich nicht so nah.
Korallenmenschen züchten. Voll Korall, Junge. Ach, da ist das Zeichen für Feind der Han. Aber es sind alle Feinde der Han-Dynastie. Irgendwie. Also jeder hasst irgendwie jeden. Das wird kurz. Wir bedauern euren Sinneswandel. Naja, du musst aber sagen, dass die Genetik in unterschiedliche Zweige abgedriftet ist und deshalb ist ja nicht alles dasselbe. Was schlagt ihr vor? Das nehmen wir an. Mit Dong Li kann ich wenigstens handeln. Lasst eure Wut aus und zermalmt sie! Angriff! Übrigens, der Chromosomensatz ist ja eine Sache, aber das sind, du hast ja den, das sind die Grundbausteine. Ja, du bist auch verwandt mit dem Baum. Ein bisschen. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Weil gewisse Abläufe irgendwie bei der Zugherstellung oder so bei Menschen genauso sind wie beim Baum oder irgendwas. Die gehört nun uns. Vorsicht, hemmt das Verlangen des Herzens. Hat was mit der Wassertiefe zu tun, wo sie leben. Blaues Licht ist das energiereichste für sie. Aber das würde bedeuten, dass sie auch mit weniger blauem Licht halt langsamer wachsen. Also sie gehen halt voll ab, sie sind voll Korall. Mit richtig viel blauem Licht. Unser Feuer muss neu entfacht werden.
Du hast direkt einen Wunsch nach einem höheren Hofposten. Das ist irgendwie nicht so das, was ich mir gedacht habe. Warum stelle ich den ein und der will... Was für eine Kacke eigentlich, ne? Stellt jemand ein und der will direkt Treuebruch durchziehen. So viele Gesichter, so viele Namen. Ich denke mal, ich habe ein Achievement bekommen für, ich habe alle Fraktionen angetroffen auf der Karte. Wir haben diese Bitte an euch. Die Vernunft ist der wahre Weg zum Frieden. Warum sind es immer offene Feldschlachten gegen den? Ja, du belagerst da. Aber meine Hafenstadt ist ja ein wenig aufgebaut. Zum Aufbruch. Shit, ich komme nicht nah genug ran. Für China! Moment. Ah nee, das ist gar nicht meine Hafenstadt. Also das ist auch eine Hafenstadt, aber es ist nicht die, die ich meine. Hier unten ist ja meine Hafenstadt. Schnell. Antreten. Ausgangsstellung. Rücken aus. Schön, dass ihr alle Korallen so liebt. Rührt euch. An die Waffen. Verdammt. An die Waffen. Abkommen mit einem Feind der Han. So ein Unsinn. Gibt keinen Feind. Achso, und der Handels... Die Handelsdinger sind abgetrennt, weil hier belagert wird.
Dich hassen doch alle. Mit dir will ich auch keine Koalition gründen. Es freut mich, euch zu sehen. Das ist ein gutes Zeichen für zukünftige Beziehungen. Kommt zur Sache. Wie ich das sehe, 53.000 haben die teilweise an Geld. Aus solch kleinen Trieben wachsen hohe Bäume. Ich bin ja einfach nur. Versuchen wir noch mehr Geld zu generieren. So, neue Gebäude bauen wir nicht. Also jede Folge auf YouTube dauert fast eine Stunde, weil ich kein Ende finde in den Runden. Ich würde gern Gongdu noch töten bei mir unten. Ich schaffe es nicht. Der rennt wieder hier weg. Möge der Wunsch die Leidenschaft lenken. Du geh mal kurz hier rein. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Frieden durch Unterwerfung. Reitet euch aus! Oh, Dong Li. Das kann ich sogar mal machen. Seid gegrüßt, Freund. Ach, dir gebe ich schon Nahrung. Ich habe dir zu wenig gegeben. Ich hätte dir noch zwei mehr geben müssen, um diese dämliche Sache abzuschließen. Fasst euch kurz. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Was, ihr wollt keine Heirat?
Ein vernünftiger Vorschlag. Mein Vater ist doch nur 100 Millionen Jahre. Und dann wollt ihr eure 17-jährige Hofdame nicht anbieten? Achtung! Die sollte mal einer verstehen, die Herrschaften. Vertraut eurem Instinkt. Du nimmst lieber den. Killer. Für China. Im Namen von China! Hm, 7% Korruption kann mir egal sein an der Stelle. Ach, ich habe doch zwei Kinder bekommen. Ein Mädchen 2 Jahre und ein Junge 1 Jahr. Habe ich die Nachricht wohl übersehen? Ihr seid ein Ärgernis und müsst in Schach gehalten werden. Ja, ja, du willst, dass ich Vasall werde von dir. Kannst du aber vergessen. Den Boten wahrscheinlich einfach weggeklickt. Machen wir noch mit rein in die Folge. Dann habe ich eh total überzogen und danach spielen wir was anderes. Vielleicht kriege ich Gongdu mal ordentlich gebumst. Geschwindigkeit 105, oder? Ah ne, 95. Bereit! Bereit machen! Lass Gerechtigkeit walten! Aufgepasst! Für China! Angriff! Schlagt sie nieder! Ja! Im Laufschritt! Geil. Die Nahkämpfe von dem kommen gar nicht auf mich zu. Bewegung! Beeilt euch! Bewegung! Achtung! Marschiert schnell! Los, los! Pferde! In den Kampf! Lasst eure Wut aus! Wappnet euch! Bewegung los! Die Krieger fliehen! Ja, weil die wahrscheinlich einmal angeschrien wurden von denen. Achtung, Krieger!
unsere Männer fliehen! Oh, was eine abgefuckte Scheiße. Weil die KI meinte, ich kann auf Distanz bleiben, weil der hat ja nichts zum Verteidigen. Rolle Verteidigung gegen Geschosse. Wirst beschossen und fließt. Bereit machen! Keine Gnade! Bereit machen! Auf sie! Schlagt sie nieder! Ja! In den Kampf! Achtung, Krieger! Bereit! Bewegung los! Es ist soweit! Wappnet euch! Bereit machen! Die Krieger fliehen! Ach, das wird nix. War es jetzt auch schon. Haut ab. Weißt du warum auch? Weil das ein Nachtangriff ist, ne? Ich glaube, deshalb habe ich eh nochmal 15 Moralabzug bekommen und die haben ja eh nicht so viel Moral. Wir werden zurückgedrängt. Aber die Sachen einfach schon gegessen. Hallo Dreamer. Habt ihr irgendwie eingestellt, dass ihr wegrennen sollt vor dem Feind? Wenn wir noch weiter vom Feind weglaufen, können wir ihn mehr verwirren. Okay. Knappe Niederlage. Und alles nur, weil er da oben einmal durchgelaufen ist. Ne? Ich könnte es einfach so kotzen gerade. Das macht mich, es fuckt mich einfach so ab. Ich habe kein Abkommen mit einem Feind von Hahn. Aber Moment, alle Leute sind Feind von Hahn. Zum Sieg! Lasst eure Wut aus und zermalmt sie! Auf dem Marsch! Kacke, ihr seid die schwächere Truppe. Folgeende nicht verpassen. Ja, wir machen jetzt auch Ende an der Stelle.
Dann sollte Chengdu nochmal 30% mehr machen. So. Ende.